Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit dem BK Hacken und mir mit Somka von meinem Channel Somka TV. Und wir kommen zum ersten Pokalspiel gegen den FF Falkenberg. Selbstbeheben. Das war ja die gelbe Karte für Abukari. Abu Bakari, Abu Bakari, ja. Amakondal ist auch verletzt, stimmt. Ja. Ah, Gustavsson ist wieder da. Jawohl. Kann man den so und dann. So, ja, genau. Ja, und dann geht es jetzt schon los, ne? Und ich freue mich jetzt schon übelst auf das Spiel. Nein, 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 warte, warte, warte. Nee. Weil das ist das erste Pokalspiel und jetzt heißt es kämpfen, kämpfen, kämpfen. Hier sind die Paarungen. Ich kenne die meisten ja nicht. Ein paar Stück, ja. Wenn wir schon gegen die gespielt haben. Wir spielen tatsächlich daheim. Krass. Spielen daheim. Zu Hause. Wir spielen zu Hause. Hier haben wir Rekipi, der momentan auf der Bank sitzt. Und ja, let's go. To the party, Kevin Akpoguma. Ich hab Manuel gelesen, ich wollte gerade sagen. Ist das Manuel Neuer? Das ist gar nicht Marte, sondern Manuel Neuer. So stumpf, Alter. Die Sprüche da mit Manuel Neuer. Aber jeder feiert sie. Viele hassen ihn. Beziehungsweise nicht den Spieler, sondern die Sprüche. Wobei ich denke, die Schalker werden den schon so ein bisschen, ja, hassen werden die den bestimmt. Genauso wie die Dortmunder Götze hassen. Nachdem er da abgezogen hat. Und wie die Hamburger Çalhanoğlu hassen. Die zwei sind die besten Beispiele, wie man im Fußball sich bei den Fans unbeliebt macht. ...1-0, Gustavsson. Und gut, dass wir den reingemacht haben, weil er hat nämlich jetzt 1-0 gemacht. Ja, die sind der Beispiel, die drei Spieler sind der Beispiel, wie man sich bei den eigenen Fans unbeliebt macht. Traurig, aber wahr. Die haben alle drei bei ihren Vereinen gut gehabt, wurden gut bezahlt und sportliche Perspektive, ja, kann man ja bei Çalhanoğlu ja noch verstehen, bei Neuer vielleicht auch noch, aber bei Götze auf jeden Fall mal nicht. Er hat den Dortmund, hat er Stammplatz gehabt, er hat da Champions League gespielt. Er ist da bis ins Finale gekommen und wechselt dann trotzdem. Trotz, dass er da bis ins Finale gekommen ist, obwohl er ja ab dem Halbfinale dann gar nicht mehr gespielt hat. Boah, ich bin müde, sorry. Ja, ist jetzt nicht mehr gespielt hat und ja. Und trotzdem ist er gewechselt und dann der Wechsel selber finden die Fans gar nicht so extrem schlimm. Eher wie er gegangen ist, fanden viele Fans von Borussia Dortmund einfach unter aller Sau.
Okay, hätte ich, kann ich aber verstehen. Weil, vor allem hat er ja davor noch gesagt, er möchte sich jetzt ein Haus in Dortmund holen und hier und da. Und er kann sich eine Zukunft in Dortmund vorstellen. Und ja, in, was waren, 3 Wochen, 4 Wochen später kommt dann die Verkündung, ja, er wechselt zum FC Bayern. Und wann kommt, wann kam die Verkündung? Vor dem Rückspiel gegen, Hinspiel war das, glaube ich, oder? Gegen Real Madrid in der Champions League im Halbfinale, ich weiß es gar nicht mehr. War das Hinspiel, war das Rückspiel? Ich weiß es echt nicht mehr. Und ja, beim nächsten Mal hat man Madrid trotzdem zerstört. Oder wie Sonic sagen würde, haben wir trotzdem, haben wir Madrid trotzdem gefickt. Und die haben Madrid gefickt mit einem 4-0. Nur das Rückspiel war halt ein bisschen spannend, kann man sagen. Und ja, dann sind sie ins Finale gekommen. Der FC Bayern damals gegen Barcelona auch. Und ja, dann gab es das deutsche Duell in der Champions League 2013. Ja. Und dann hat man, ich glaube in der 88. Minute, hat der Robben das Tor gemacht, gell? 88. Minute war das. Ich glaube ja. Ich glaube 88. war das. Oder 87. Eins von beiden. Und da hat Dortmund eigentlich ganz gut gespielt gehabt, also... Hat eine riesen Chancen gehabt. Neuer hat Weltklasse gehalten. Zu dem Moment. Und das Spiel war eigentlich ausgeglichen. Im Verlauf im Spiel war das, ja, muss man sagen, was ausgeglichen. Kann man schon sagen. Ja, und da kam Robben. Der hat dann an Robben vorbei, an Roman Weidenfeller vorbeigespielt. Und dann... war das Ding leider im Netz. Aber wenn ich da manchmal Bayern-Fans höre, Robben hat euch zerstört. Robben hätte Dortmund zerstört, wenn Robben da 5 Tore gemacht hätte. Aber nicht ein Tor und dann so spät. Man kann sagen, Robert Lewandowski hat damals im Halbfinale Real Madrid zerstört. Das kann man sagen. Das ist wie eine andere Geschichte. Das waren 4 Tore. Ja. Ja, Alvarez, da brauchst du keinen Elfer ausholen zu brauchen. Hätt's eh keinen kriegt. Und was würde ich sagen? Na dann, da trifft das ja. Hat man in Dortmund gesehen, dass da schon einer wie Lewandowski gebraucht wurde, den man dann im Sommer ja dann wann ist man rausgeflogen? Im Halbfinale, gell? Im Halbfinale ist man rausgeflogen und hat man gesehen im Sommer, wie Lewandowski gegangen ist, dass man keinen namhaften Ersatz genommen hat, sondern ja, ich hätte jetzt sagen Pillow-Spieler, aber Ramos und Immobile haben jetzt schon wirklich durchgestartet, seit sie da sind. Jawohl, was für Freischusstor! Und wieder trifft Gustafsson. Bam! Was für ein Ding! Ich habe eigentlich gemeint, der geht voll vorbei. Aber der hat genau gepasst. Der hat genau gepasst. 1A. Gucken wir mal. Ja. Er hätte Torwart springen müssen. Er hat irgendwie gepennt. Nicht jetzt 2-0 vor der Pause. Ja, dann hat man... Kein... Oh, bin ich so müde, ey.
Alter. Keinen namhaften Ersatz gekauft, sondern eher unbekannte Spieler. Was, ja, okay, Ramos war jetzt kein so unbekannten Spieler, aber rein vom Dingsmäßig schon, also vom Spielerischen schon. Und ja, dann hat man in der Saison jetzt gesehen, dass ein Spieler wie Lewandowski einfach gefehlt hat. Und ab der Rückrunde, beziehungsweise in der Hinrunde, hat man dann Aubameyang vorne reingestellt, wo man dann gemerkt hat, dass er auf dem Flügel einfach verbrennt. Und ja, er ist dann übelst durchgestartet. Er war dann an Dortmunds meisten Toren beteiligt, wo er auch die meisten geschossen hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie Tuchel nächstes Jahr plant, ob man mit Immobile und Ramos weiter in die Saison geht. Wobei ich denke, das wird nicht viel Sinn machen. Man muss einfach mal, man hat ja jetzt, nein, boah, man hat ja jetzt Namen, ja, Namen, wie ist immer so gesagt, namhaften Ersatz für Gündogan besorgt. Gonzalo Castro von Leverkusen hat man verpflichtet für 11 Millionen. Der dann, ist auch halt der erfahrene Spieler, der aber halt auch, nicht so der Bälleverteiler ist, sondern eher der offensivere Part. Also, soweit ich weiß, sollte er eigentlich, Sebastian Kehl beerben. Und ich glaube, da kommt auch noch ein Johannes Geis und der wird dann Gündogan beerben. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was man transfermäßig noch plant. Man hat ja mit wie hieß der, der von Bochum nach Mainz gewechselt ist, als Ersatz für Geis. Ich weiß es gar nicht. Karagas war es nicht, der ist ein bisschen jung dafür. Jawohl! 3-0. Fliegt der weg, Alter. Ah, der tankt sich da einfach durch, ey. Eiskalt. No chance in hell, Alter. Wer war das denn? Jetzt hat er gar nicht gestanden, wer das war. Ah, Gustafsson oder was? Nee, Gustafsson war das nicht. Oder das war Dorvatsson. Hier haben wir Gustafsson. Ja, bin ich mal gespannt, was dann nächstes Jahr geplant ist. Beim FC Bayern wird es ja auch ein bisschen Umbruch geben, nachdem man dann im Pokal im Elfmeterschießen gegen Dortmund rausgeflogen ist, so ganz kurios. Wie doch war, da da kein Ball in Torgang ist, die ersten zwei Elfmeter an der gleichen Stelle weggerutscht, an der gleichen Stelle weggeballert, dann kam dann für die Dortmunder Fans der Judas und der hat dann, der ist dann an Lengerick gescheitert und dann kam halt Neuer, wollte einen auf Babo machen. Du meinst ja, wenn ihr Spieler nicht wie heißt das, ihr Feldspieler nicht trifft, dann treffe ich als Torwart einfach und wumms da Dinge voll gegen die Latte. Boah, Svensson. Das war dein Chance. Kein Anschiss dabei. Und ja. Dann hat man bei Barca ziemlich schlecht ausgesehen. Im Hinspiel, im Rückspiel hat man dann doch besser ausgesehen. Wobei man im Hinspiel eigentlich 70 Minuten lang gut mitgehalten hat. Und dann ist man eingeknickt. Und im Rückspiel hat man dann eine Aufholjagd gehabt und die hat aber leider nicht gereicht und dann kam halt noch mal
kosten, das was halt zum Tragen kommt. Wenn man viel investiert, viel Pressing spielt, vor allem im Gegners Hälfte. Und ja, dann ist man auch in der Champions League im Halbfinale rausgeflogen. Dann hat man laut den Bayern-Fans, Anführungszeichen Fans, weil es gibt verdammt viele, die nach meiner Meinung einfach nur Erfolgsfans sind, einfach gesagt, ja, jetzt haben wir ja nur den Bundesliga-Titel. Was nach meiner Meinung, wenn man sowas hört, einfach sagen sollte, ist ja was, haltet einfach das Maul und verpisst euch von dem Verein und gut ist. Ne, das gehört sich einfach nicht. Ein Titel ist ein Titel. Ob das jetzt ein Bundesliga-Titel ist, den DFB-Pokal oder Champions League, ist doch total scheißegal. Hauptsache, ich hab was gewonnen. Man kann sagen, hier, wir waren die Besten zu dem Moment. Wobei die Bayern-Fans ja meinen, die wären eh die Geilsten. Und dabei ist halt BK Hecken und ich, wir sind die Geilsten und ihr auch. Wir sind natürlich die Geilsten, da kommt kein Bayern dran. Gar keinen Fall. No chance in hell, Alter. Ja, traurig aber wahr. Und da wären froh, wenn sie den Bundesliga-Titel mal gewinnen würden. Guckt euch Schalke an. Die wären froh, die würden mal, würden einfach mal gewinnen. Seit die Bundesliga geht, haben die noch nicht einmal die Bundesliga gewonnen. Bayern hat es denen damals ziemlich kurios kaputt gemacht. In 4 Minuten. Fand ich krass. Also, als man dann aber hingegangen ist und Markus Merk die Schuld geben wollte, fand ich doch bisschen übertrieben, weil er kann ja die Partie anpfeifen, wann er das will. Also auf Schalke hat man geweint, aber ist halt so, was will man machen, ne? Genauso wie gestern auf Lautern, die sind nämlich gestern nicht aufgestiegen, sondern in Darmstadt, Ingolstadt und der KSC ist in der Relegation gegen die Hamburger und ich hoffe, dass Hamburg endlich mal bestraft wird. Endlich mal für diesen Anti-Fußball, den die spielen. Die hätten das echt mal verdient. Weil die haben nämlich auch ein ziemlich großes Maul, wie die immer am Prahlen sind. Hey, wir sind noch nie abgestiegen. Ja, und wir machen hier 4-0 mit Dovatzen, ey. Und das Ding ist aus, Alter. Wir sind eine Runde weiter. Viertelfinale, ich komme. Oh, der hat einen Krampf. Und ich hätte gerne KSC in der ersten Liga. Ich finde die gut. Was mich halt freut, dass der Stuttgart VfB, nicht der FFB. Der VfB Stuttgart da unten rausgekommen ist am letzten Spieltag. Denn ich finde den Stuttgarter, die Stuttgarter eigentlich ganz sympathiemäßig, ganz cool. Habe ich zumindest immer gut gefeiert. Und ja. Man hat ja gestern gesehen, dass Hub Stevens wieder gegangen ist. Was nach meiner Meinung totaler Blödsinn ist.
Jetzt hat man den als Retter geholt. Man hat jetzt Stuttgart gerettet und dann verpisst er sich wieder. Das ist sowas, was ich einfach nicht verstehe. Und wir haben jetzt hier, wir sind im Viertelfinale. Bam, Alter. Renn um! Renn um! Was ist das für ein Fehler? Jetzt aufs Mal. Ja, wir haben sogar am höchsten gewonnen. Ja, und das war's mit FIFA 15 Karrieremodus im schwedischen Pokal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.